Ein ganz gewöhnlicher Montag im Spendezentrum Dortmund. Nach jedem Wochenende geht die Zahl der Spender schlagartig nach oben. Dann haben wir tausende Patienten, die mit einem hundertfach überhöhten Adrenalinspiegel in unser Zentrum kommen. Heute dürfte wieder besonders viel los sein. Hallo, alle zusammen. Hallo. Hallo. Hey, komm, ich bin mal wieder voll. Ich komme auch gleich zu Ihnen. Die Menschen müssen das überschüssige Adrenalin innerhalb von 72 Stunden abgeben. Denn die enorme Konzentration dieses Hormons würde ansonsten das schwarz-gelbe Stimmungszentrum des Hypothalamus angreifen. Genau. Geht ja nicht nur um die eigene Gesundheit. Man will ja auch den Menschen da draußen helfen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Kommen Sie bitte weiter. Ah, das ist doch wunderbar. Schon ein Beutel voll. Schon fertig. Mhm. Großartig. Gibt es für dieses Phänomen eine medizinische Erklärung? Selbstverständlich, die gibt es. Ich zeige Ihnen das mal. Los, Jungs, auf geht's! Bleibt die Frage, was passiert mit dem ganzen überschüssigen Adrenalin? Wir sind der Sache nachgegangen und haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Was hat es mit den Vorgängen in diesem Lagerhaus auf sich? Das fällt ja eigentlich unter die ärztliche Schweigepflicht, aber hier in Dortmund ist es ein offenes Geheimnis. Die anderen Vereine kaufen uns die Überschüsse händeringend ab. Die produzieren einfach viel weniger Adrenalin.